Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von The Inner World. Ja, ich... keine Ahnung. Mal schauen, ne? Ein Basilenbauplan. Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Die aus noch nicht bekannten Gründen trotzdem... Yes! Eine K.O.-Faust. Ich habe nämlich eine Idee. Perfekte Waffe. Ich habe nämlich eine Idee, was wir mit der machen können. Und zwar können wir die in den Aufzugsschacht reinstecken, lassen den runterfahren und schlagen den Typen K.O. Dann kann er ihn nicht mehr schocken. Aber ich habe keinen Plan, wie wir an den Fahrstuhl rankommen. Hatte ich das eigentlich probiert? Nein. Ja. Hatte ich. Nein, ich will da draußen. Sind mehr als genug. Ja. Ja, mit dem Aufzug können wir auch nichts machen. Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für Essen gedacht. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Hm. Er ist leer. Oh. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Also können wir die Faust da reinlegen? Ich glaube, das ist ein guter Plan. Eine kleine Überraschung. So, jetzt müssen wir allerdings noch den Typen dazu kriegen, auf den Aufzugknopf zu hauen. Ach so, wartet, wenn wir da Fischöl rauftropfen, dann fliegt die Fliege dahin. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Das war jetzt eine... Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Ah, wir sollen ihn rausschneiden. Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Oh Mist, wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Hä, wir haben noch schon einen. Können wir ihn damit einfach aufschneiden? Hey, Doktor, ich hab den Diamanten. Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Nichts, nichts. Ui. The fuck? Dosenöffner 3000. Papa! Wollmäuschen. Wollmäuschen? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmaus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden? Egal, für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Papa, das ist Robert. Er hat mir geholfen. Ach so, mhm. Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? Na. Ah, nichts. Wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. Papa, lass doch Flötennase in Ruhe. Er ist echt nett. Die sind am Anfang immer nett. Oh. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut, in dem mein kleines Mädchen... Warte. Flötennase? Du hast überlebt? Ich, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht kontrollieren. Sie haben ihn entstehen lassen.
Aber die Windmönche? Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten drei vor dem Untergang der Dynastie waren Maleus, Pandur und Conroy. Conroy hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber warum denn nicht? Weil ich einfach nicht gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Wir können ihn so nicht weitermachen lassen. Er ist eine Gefahr. Ich weiß. Bald schon kann er mit uns spielen. Ach, Schatz. Er versucht immer noch ständig, seine eigene Hand zu essen. Gib ihm doch noch ein bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen, aber er drohte, dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Abt Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Bring ihn in Sicherheit! Ich habe versucht, etwas zu unternehmen. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste... Hat sein Brunnen Wind gespendet? Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Flötennase. Es tut mir leid, Junge. Aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten... Was hat er vor? Der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposa versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau nach Conroy. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja klar, war ganz einfach. Aber was sollen wir mit Murmeln? Wir können jetzt nicht spielen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungsmurmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. Aber wir müssen noch die Basilen stoppen. Zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... Stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, bist du bereit? Wer ist Okario? Flötennase! Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Okario Boe, der Dritte. Flötennase. Okario Boe der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Klar klingt das besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Ach Junge, warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Laura, schnell! Flötennase, lauf! Oh, wow. Nicht schon wieder. Genug! Lass die Basilen los! Ich war viel zu lange nett. Was ein Arsch.
Ist das vielleicht schon das Ende? Na toll. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein, jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Okay, ich sehe schon, wir müssen das Schild benutzen, um den Strahl umzulenken. Der spiegelt sich nämlich. Ein glänzender Schild. Wenn ich hineinschaue, sehe ich das Bild eines Thronfolgers. Oh Mann, wo bin ich hier nur hineingeraten? So, Motorhaube. Wir müssen sie öffnen. Fest verschlossen. Verdammt. Es hätte so einfach sein können. So, unser Basil ist Schrott. Keine schlechte Art zu reisen. Ich glaube, ich nenne ihn Fido. Oder Fandu. Oder ich sollte mich vielleicht aufs Weltretten konzentrieren. Er ist auf jeden Fall finito. Den Bremsschirm kann man garantiert auch mitnehmen, oder? Er ist sicher an den Basilen befestigt. Nee. Wäre auch zu einfach. Oh, wir können sogar noch zum Empfang. Und das Blumenbeet ist auch noch da. Ein Beet von verwelkten Nektarinen. Die Welt wird immer dunkler. Ah, wir brauchen den Nektarinensaft auch, um ihn umzulenken. Okay, also wir müssen im nächsten Part erstmal rausfinden, was wir hier alles machen können. Oh, Flötenladesymbol. Aber Steve lebt noch. Oh, das ist gut. Glaube ich. Oh, und schlaf nicht, Fosch. Okay, also hier können wir jetzt wirklich nichts mehr machen. Es ist jetzt nur noch minimalistisch, was wir machen können. Gut, ich danke recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, der Raccoon Still Play. Ciao. Mit, ja doch, mit V heute mal. Mit V.